Vor 14 Monaten entdeckten Beobachtungssatelliten dieses Objekt. Es bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit in das Innere unseres Systems und wird den siebten Planeten sehr nahe passieren. Weitere Informationen über das Objekt liegen nicht vor. Jedoch sind wir der Ansicht, dass es sich nicht um einen Himmelskörper handelt. Es wurde daher angeordnet, dass zwei Einheiten auf einen Abfangkurs geleitet werden. Forschungsteams, Tag 1 der Landung. Die Landung verlief ohne Zwischenfälle. Wir haben das Basislager in der Nähe einer gigantischen Kristallformation aufgeschlagen. Sie scheinen alles Licht in sich aufzunehmen und reflektieren so gut wie nicht zurück. Ihre Formen scheinen zwar natürlichen Ursprungs, sind aber bei näherer Betrachtung wieder zu regelmäßig. Dann noch das Funksignal. Zuerst hatten wir es nicht bemerkt, aber von der Kristallform geht in regelmäßigen Abständen ein Signal aus. Es scheint in Zusammenhang mit den Sternformen zu stehen, die kurz darauf den Kristall passieren und Energie austauschen. Oder etwas in der Art. Beginn der Aufnahme. Dieser Bericht soll detaillierte Auskunft geben, wie die Expedition gescheitert ist. Nach dem Angriff auf den Jan Simonek gingen wir von einer fremden Intelligenz aus, die den Angriff der Sternform befohlen hat. Jedoch sprechen einige Dinge dagegen. Trotz unserer Kontaktversuche haben uns die Sternformen ignoriert und sind weiter ihren mysteriösen Aufgaben nachgegangen. Die Eskorte eröffnete nach der Vernichtung des Simonek das Feuer auf dem Planeten und zog sich zurück, ohne uns vorher zu evakuieren. Ich bin überzeugt, dass die Eskorte nach dem Gefechtsmanöver nicht mehr genug Treibstoff übrig hatte für eine Rettungsaktion. Nach dem Tod meiner Kollegen stellt sich jetzt nur noch die Frage, ob ich zuerst an Sauerstoffmangel, Unterernährung, Einsamkeit oder aber der sonderbaren Einwirkung der Kristallformen sterben werde. Trotz der unzulänglichen Ausrüstung war es mir möglich, den Ausgangspunkt des Funksignals ausfindig zu machen. Des Objektes kommt mir bekannt vor. Es scheint... Oh, du großer Gott. Es ist menschlichen Ursprungs. Wie ist es hierher gekommen?
Das Innere des Schiffes ist verwaist. Nach dem Zerfallsgrad in Staub zu urteilen, befindet es sich seit langer Zeit hier. Sehr langer Zeit. Die Zentrale. Und das Mensch-Maschine-Interface, das die Einheit kontrolliert. Und auch hier der Kristall. Die Besatzung hat sich wahrscheinlich nach ihrem Kontakt mit dem Kristall in die Hibernationskammern zurückgezogen, um der Infektion zu entgehen. Sie scheinen eine Art Symbiose zu haben und das Signal hat hier seinen Ursprung. Was genau erzeugt das Signal? Geht es vielleicht von dem Kristall selbst aus? Kann es sein, dass dieser Kristall auch einmal ein Mensch war?